Ja, wir machen wieder mal ein kleines Unboxing und zwar von sündteuren Lampen und zwar von Surefire. Bei der Surefire, besonders bei der Stiletto Pro, auf die freue ich mich schon. Und die habe ich mir auch gecheckt, weil ich die einfach mal testen wollte und sowas und überhaupt, und würde das irgendwie interessieren, tut, dann bleibst dran. Hallo, willkommen, das ist Reini Rossmann, schön, dass du dabei bist. Ja, Surefire, die kleine Stiletto, die habe ich jetzt schon länger im Einsatz und die finde ich auch großartig. Und als ich gesehen habe, dass es eine Stiletto Pro gibt und ich auch gesehen habe, dass der Matthias Busch eine Stiletto Pro hat und gesagt hat, ich Reini, das brauchst du unbedingt, die ist die beste Lampe der Welt, habe ich mir gedacht, okay, wenn der das sagt, dann brauche ich auch eine. Und ja, wir werden die jetzt ganz einfach gemeinsam auspacken. Da bin ich schon sehr gespannt von der Verpackung her. Also Surefire ist insgesamt ein sehr teures Metier. Also die ganzen Lampen sind einfach sündhaft teuer. Und wenn man auf Amazon geht und sich ein chinesisches Produkt, ein Kinderprodukt anschaut, die nicht schlecht sind, ja, die nicht schlecht sind, du kennst meine Reviews, dann machst du da nichts falsch und kriegst für weniger Geld vielleicht sogar noch mehr Leuchtleistung. Aber was ich bei Surefire gelernt habe über die letzten Jahre, ja, meine erste war eine Defender irgendwas, ja, und ich habe auch gehört von Leuten, die das aus beruflichen Gründen brauchen, weil ihr Leben davon abhängt, weil sie zum Beispiel bei Einsatzgruppen sind, wo auch geschossen wird, also nicht so, sondern Polizei zum Beispiel, ja, und die sagen, Surefire, wenn du wirklich etwas brauchst, wo dein Leben davon abhängt, dann nimm mal Surefire. Und ja, Gott sei Dank habe ich das noch nie so gebraucht, aber sie haben mich auch noch nie im Stich gelassen. Und ich möchte jetzt andere Hersteller da jetzt nicht nennen, wobei ich kann es nennen. Olight zum Beispiel, ich habe auch einige Olight-Lampen und ich mag auch Olight und ich habe die auch vorgestellt und es ist auch alles gut. Ich habe nichts gegen die und ich werde auch von Surefire nicht gesponsert oder ähnliches. Aber da ist mir schon das eine oder andere eingegangen. Und so günstig waren sie dann auch wieder nicht. Bei Surefire ist mir das noch nicht passiert. So, das ist jetzt, wie heißt das, anekdotische Evidenz? Also ich habe einfach eine Geschichte erzählt und sagt, das ist ein Beweis. Nein, sage ich nicht. Da, also du hast gesehen, es ist verpackt, NDI wahrscheinlich, damit es niemand fladern kann. Es ist so ein cooles Gefühl, die in der Hand zu haben, kannst du mal glauben, da ist eine Beschreibung mit dabei und das Ladekabel, denn das Ganze hat einen verbauten Akku. Ich weiß, dass sehr viele Leute sagen, verbauter Akku, bäh, kann ich verstehen, ist in Ordnung, verstehe ich. Kommt drauf an, was man will. Ich habe dann auch eine andere, da ist kein verbauter Akku, da reden wir dann gleich drüber. Aber jetzt mal diese Pro, ja, schon schön. Also du hast hier einerseits den USB-Anschluss zum Aufladen, das ist wie bei der kleinen. Dann gibt es hier einen Taster zum Einschalten, ja. Und dann, was ist das eigentlich? Das ist, genau, mit dem kann man dann programmieren. Da könntest du nämlich die Tasten umprogrammieren. Ja, gut, wurscht. Und was auch cool ist, du hast trotzdem eine taktische Funktionalität dabei. Durch hinten drücken wird der höchste oder der stärkste Modus freigegeben und man kann es eben als taktische Lampe auch mit einsetzen, ohne dass man jetzt herum arbeiten muss. Das ist ja bei manchen, habe ich mir auch von Leuten, die schießen, aus Behörden schießen zum Beispiel, sagen, immer wenn du herumdrehen musst oder so, das ist unangenehm. Also das muss da sein und wieder weg sein. Da sein und wieder weg sein, ohne dass man viel nachdenkt. Und da finde ich, dass dieses Stiletto ganz einfach, ja, sehr schön gemacht. Es gibt kein Lanyard, keine Lanyard-Aufnahme, also für all jene, die das für wichtig erachten. Also ich sehe jetzt zumindest keine. Und wenn ich jetzt die kleine hernehme, bei der habe ich das auch noch nicht gesehen. Vielleicht könnte man beim Clip hier etwas durcharbeiten. Das ist bei beiden, da ist so eine kleine Ausnehmung dabei. Könnte man tun, ob das notwendig ist, weiß ich nicht. Was ich gleich einmal merke, die hier ist deutlich leichter. Also wenn es um Everyday Carry geht, wenn man in diesen Bereich hineingeht, ich habe ja auch einen eigenen EDC-Kanal, da habe ich zum Beispiel ja ein Unboxing von diesem Teil hier gemacht, nämlich den Leatherman Arc. Wenn, schau mal vorbei und geh auf reinirossmann.com, dort hast du alle Kanäle, weil ich bin ja nicht ganz dicht, ich weiß, alle Kanäle und da habe ich das schon vorgestellt, aber wenn es jetzt um EDC gehen würde, Everyday Carry, muss ich schon sagen, dass die kleinere Version deutlich leichter ist. Das Gehäuse ist ein Kunststoff und hier merkt man, da ist Metall mit eingebaut. Also das ist wirklich Pro. Ja, ob das jetzt wirklich notwendig ist, das musst du für dich selbst entscheiden. Aber sie hat halt auch deutlich mehr Power, weil du hast hier 1000 Lumen. Und was ist hier das Maximale? Ich weiß es nicht, aber weniger. Wenn ich jetzt hier Maximum rausgehe und das hier, also irgendwie habe ich gefühlt zumindest, vielleicht die Kamera kann das jetzt nicht so schön einfangen, aber die Pro ist noch einmal stärker. Ob da das wichtig ist, musst du für dich selbst entscheiden. Die habe ich ja schon länger im Einsatz. Das Aufladen braucht einige Zeit, dafür hält es auch wirklich gut.
Und also mir taugt das. Ich finde die beide cool. Ich bin gespannt, was bei dir dann rauskommt. Ich werde auch einen Test dazu machen. Gut. Und das hier ist die G2X Pro. Bei der ist es jetzt so, die geht mit zwei CR123 oder 123 Zellen. Ja. Und da ist es halt so, und ich musste immer aufpassen, dass ich mir nicht weh tue. Ich habe mir einmal so richtig schön reingeschnitten beim Aufmachen, deswegen bin ich da ein bisschen paranoid jetzt. Und das ist bei Surefire schon so, also die Lampen, die sind einpackt, dass es eine Freude ist. Das ist eher so, und ich habe sie mir extra in Gelb genommen, das hat mich total angesprochen, so als Notfalllampe. Und jetzt schauen wir, ja, sind Zellen mit dabei, ja, die sind im Lieferumfang mit dabei. Und ja, dann schauen wir ganz einfach einmal, zack, zack. Schön verschraubt, ist auch so für den Everyday Carry Bereich, würde ich das jetzt nicht sehen, eher so als Notfalllampe. Aha, zwei Modis anscheinend, einmal ein leichter Pipi-Modus und dann ein deutlich stärkerer Modus. Ja. Und auch, wenn du das jetzt vergleichst mit der Stiletto, bist du eher an einem Punkt, findet sich der Ausleuchtebereich, während halt bei das Stiletto, jetzt bei der kleinen jetzt zum Beispiel, das ist ja viel breiter gefächert und das jetzt hier die große. Also ist eine ganz andere Welt, gell? Ist eine ganz andere Welt. Dafür glaube ich, dass du einfach in die Distanz auch anders arbeitest. Und dieses CR123 ist mir da aus dem Grund wichtig, weil du einfach, was die Temperatur, den Temperaturbereich betrifft, einfach viel unabhängiger bist. Die entlädt sich so gut wie überhaupt nicht, das ist haltbar 10 Jahre und mehr, und das hat halt schon einen Vorteil. Also wenn es so reingeht in den Notfall-Survival-Bereich, ich sage halt immer so gern, Fire and Forget, also hinlegen, und ich brauche die nicht jedes Jahr oder alle paar Monate nachschauen, ob da genug Spannung und Energie noch drauf ist, dann ist das hier einfach eine gute Lösung. Und natürlich, wenn es wirklich auch schön kalt ist, denn da zittert der Akku, und das weiß ich von den ganzen Kameras, die ich draußen immer im Einsatz habe bei Kälte, das zieht es da einfach raus und Problem, und das hat man hier nicht. Punkt natürlich ist auch, dass diese CR123 Zellen, und da ist mir auch was aufgefallen, dass interessanterweise, und vielleicht irre ich mich da, ich habe jetzt, auch das ist nur eine anekdotische Evidenz, ja, die Original Surefire halten länger, als die ich mir zum Beispiel kaufe von Water, habe ich noch keine gehabt, da habe ich nur die normalen, aber von Duracell oder so. Und besonders wenn du dir irgendwas Günstiges auf Amazon kaufst, das ist dann sowieso Schas. Also mir kommt schon vor, dass die besser sind. Vielleicht irre ich mich da, wenn da irgendjemand eine Idee dazu hat, dann lass mich das sehr, sehr gerne wissen. Also ja, schöne Lampe, so als Notfalllampe auch mit dabei, werden wir auch einmal testen. Und was ich halt gut finde, ist, wenn dir die am Waldboden fällt, dann findest du sie wieder. Ja, das war das Unboxing von diesen beiden Lampen. Ich gebe dir den Link, wo du die bekommen kannst. Wir werden sie selbst nicht in den Shop nehmen. Ich hatte Surefire im Shop, nämlich die Defender und dann die Aviator und noch eine, die mir jetzt nicht einfällt, und die Guardian, wir hatten das alles im Shop, wir haben Holster dafür gemacht, weil das was anderes ist, aber es ist einfach so, dass die einfach vom Preis her so hoch sind und ich da im Endeffekt auch preislich nicht mithalten kann mit einem Amazon oder mit dem Generalimporteur, dass ich gesagt habe, nein, wir machen das einfach nicht. Das ändert aber nichts daran, dass ich hinter diesen Produkten einfach total stehe und auch sagen kann, wenn du das Geld ausgeben willst, magst du mit dem wirklich nichts falsch, weil die funktioniert wirklich, wirklich, wirklich immer. Also, und auch reklamationsmäßig. Wir haben natürlich jetzt nicht Tausende verkauft und Tausende Kunden, aber doch einige, und es hat nie ein Problem gegeben. Und wenn ich da jetzt mit günstigeren Herstellern, die ich jetzt nicht alle nennen mag, die wir da im Sortiment hatten und haben, ist immer wieder mal was passiert und hier gar nicht. Gut, sei es drum, ich gebe dir den Link, wo du die besorgen kannst. Auch natürlich Link zu unseren Eigenprodukten hier sowieso und überhaupt. Und ja, wenn es um Licht geht, weißt du, was ein Long Light Block ist? Das zeige ich jetzt auch noch hier, weil das wieder Quatschkanal hier ist. ReineRossmann.com, schau dort einfach vorbei. Dort siehst du dann alle Kanäle. Und das hier zum Beispiel, ich kriege die Verpackung gar nicht auf, ist das peinlich, aber für das gibt es hier Messer, und zwar das hier. Das ist auch etwas Cooles. Das habe ich das erste Mal vor vielen, vielen Jahren von einem Fan zugeschickt bekommen. Du hast einen 9-Volt-Block und dann hier diesen lustigen Aufsatz. Und den setzt du dann da drauf und dann hast du auch eine Lampe. Und zwar entweder eine Sparlampe mit nur zwei LEDs
oder mit allen 6 LEDs. Und das ist auch so eine coole minimalistische Lösung, die mir irgendwie gefällt. Aber die zeige ich anders mal her. Das war's jetzt. Denk dran. Licht ist Leben.